Die Straßen gehen immer weiter kaputt, immer weiter kaputt, immer weiter kaputt. Und dann kostet es eine Unmenge Geld. Wie wollen Sie das später mit bezahlen? Dann doch lieber vorher irgendwo Beiträge annehmen und so weiter und Straßen weiter ausbauen. Die Straßenunterhaltung wird ja auch betrieben. Und ja, also... Wo denn? Naja, naja. So, also, bitteschön. Bitteschön. Ich habe folgende Frage. Habe ich das richtig verstanden bei dem Erschließungsaufwand? Kleinen Moment, Konzentration noch, bitte. Bei dem Erschließungsaufwandgesetz. Beitrags, hm? Ja, die Mietparteien da nicht zur Kasse gebeten werden? Ja. Kann doch nicht richtig sein, wenn eine Straße, ich nehme nur die Sattlerstraße, auf der einen Seite sind Einfamilienhäuser, auf der anderen Seite sind Wohnhäuser. Und da wurde die Straße auf Kosten der Einfamilienhäuser nur errichtet. Nein, nein. Also das ist in dem Mietpreis genauso wie der Bau drin. Das sind keine Betriebskosten und deshalb nicht extra umlagefähig. Aber selbstverständlich zahlen Sie das mit Ihrer Miete. Genauso wie Sie das Mauerwerk mit der Miete bezahlen oder das Grundstück oder den Anschluss. Ah, doch. Der Besitzer des Miethauses. Der Besitzer des Miethauses hat natürlich den Erschließungsbeitragsbescheid auch bekommen. Gut, weil es klang vorhin, 80% sind Mieter. Ja, das ist ja auch so. Also zahlt 20% die Beiträge. Ja, ich glaube, da war jetzt ein Missverständnis von Ihnen. Nein. Also um es nochmal deutlich zu sagen, Beiträge, ganz gleich welcher Art, können nicht als Betriebskosten umgelegt werden. Trotzdem hat jedes Grundstück einen Eigentümer und der eine hat ein Einfamilienhaus drauf und der andere hat ein Miethaus drauf mit 10, 20 oder 100 Mietern drin. Und jeder Eigentümer eines Grundstückes wird herangezogen. Also auch der Eigentümer des Hauses, wo 10, 20 oder 50 Mietparteien drin sind. Nur er kann, er gehört zu den 20%, von denen ich vorhin sprach, diesen Beitrag nicht über die Miete umrechnen. Ich glaube, genau so kam es auch rüber. Ne? So, jetzt weiter. Da hinten war eine Dame. Entschuldigung, bitte. Jetzt habe ich mal ein Problem. Ich würde Ihnen gerne sehr kräftig antworten. Aber wie meine Antwort ausfällt, das können Sie sich vorstellen. Und deswegen gebe ich jetzt mal an eine neutrale Person hier, an den Herrn Beleites. Mal gucken, ob der dazu eine also, Antwort hinbekommt. Als Verband von Grundstückseigentümern muss man natürlich immer die politische Landschaft analysieren. Und insofern gucken wir genau, welche Haltung welche Partei zu dem Kleineigentum und Grundeigentum hat. Und da muss ich Ihnen ganz deutlich sagen, da gibt es ganz erhebliche Unterschiede zwischen roten Parteien und meinetwegen schwarzen oder gelben Parteien. Das ist erst einmal eine Grundaussage. Und demzufolge sind auch die Schübe, die für dieses Abkassieren kommen, immer aus der SPD gekommen. 1995 war noch nicht die Rede von einer Bankenpleite. Und trotzdem war dieses Gesetz schon im Munde.
Das kann man also verfolgen. Und leider ist es eben so, wenn hier SPD-Genossen sind, die mögen mir diese Worte verzeihen. Die SPD sagt eben, wir müssen den Mieter und so weiter schützen. Das ist alles soweit noch ein Stückchen nachvollziehbar. Aber guckt eben nach dem Kleineigentum und sagt, dort können wir Geld holen. Das ist ein Grundprinzip. Wir haben mal über alle 16 Länder die Grundsteuerhöhe analysiert und müssen feststellen, dass überall da, wo am längsten die SPD mitgewirkt hat, die höchste Grundsteuer ist. Das gleiche gilt für Müllgebühren, das gleiche gilt für Schornsteinfegergebühren und so weiter und so fort. Da können Sie die ganze Palette hernehmen. Das ist die Frage, wie eine Partei zu dem Kleineigentum steht. Ja. Und deswegen habe ich das auch so deutlich gesagt. Es ist ein Grund, warum ich auch aus dieser Partei, ich gehörte der früher an, ausgetreten bin. Herzlichen Dank, bitteschön. Entschuldigung, ich habe Sie nicht etwas lauter. Einmal noch die Dame, dann kommen Sie dran. Die Frage ist, glaube ich, beantwortet worden. Das erste Mal gab es diesen Entwurf 1995. Diese aktuelle. Ja, das ist hier der. Offiziell gibt es diesen Entwurf nicht. sondern wir haben der Verband Deutscher Grundstücksnutzer hat diesen Gesetzentwurf ebenso zugespielt bekommen wie ich persönlich als Abgeordneter. Und das ist am Beginn dieses Jahres gewesen. Und dann haben wir die Öffentlichkeit, dann haben wir uns damit beschäftigt, haben das juristisch geprüft, haben es gelesen und dann haben wir uns mit ein paar Leuten verständigt und die Frage gestellt, wie man darüber mit klarkommt und haben eine Pressekonferenz gegeben. Und auf dieser Pressekonferenz haben wir den Gesetzentwurf, so wie wir ihn hatten, vorgestellt und die Regierung hat dann gesagt, ja, den diskutieren wir wirklich schon ein Weilchen. Und zwar diskutieren die den seit Sommer letzten Jahres, diesen Entwurf. Und auf die zweite Frage, haben wir eine Haushaltsnotlage und muss nicht Geld in die Kasse kommen? Sage ich, da haben Sie zweifelsohne Recht. Über die Gründe können wir diskutieren. Da haben alle Verantwortung irgendwie. Aber das Entscheidende ist, dass dieses Gesetz eigentlich gar keine Haushaltseinnahme bringt, wenn es denn nicht rückwirkend gemeint ist. Weil das Land muss ja erstmal eine Straße bauen. Und da das Land ja auch teilweise Eigentümer von ein paar Grundstücken ist, auf denen ein paar Mieter sind, ist das Land als Eigentümer ja ebenso beteiligt, erstmal mit dem, was es selber zahlt, die 25% oder 30%, und dann die 70%, die das Land als Eigentümer bezahlt. Und es führt am Ende dazu, dass das Land einen großen Teil davon selbst bezahlen muss. Die Einzigen, die davon etwas haben, von dieser ganzen Sache, wären Leute in der Verwaltung, die jetzt endlich wieder Straßen bauen dürfen. Die hätten noch ein bisschen was davon. Ja, das ist schon so. Die hätten schon was davon. Es gibt immer ein paar Leute, die ein bisschen was davon haben. Und viel mehr haben davon nicht. Ob die Berliner Baufirmen davon was hätten, bestreitet jedenfalls die Handwerkskammer schon, weil sie sagt, am Ende gehen die Aufträge sowieso woanders hin. Das Entscheidende ist, dieses Gesetz bringt kein Geld, sondern es müssen zuerst die Standards reduziert werden. Man muss die Frage stellen, was können Anwohner auch selbst tun? Und viele würden auch gern etwas selbst tun. Also bei mir im Wahlkreis gibt es genügend, die ihren Gehweg und ihre Straßenbegrünung auch selber machen würden. Und es geht auch, dass man das selber macht. Es geht ja auch in anderen Bundesländern. Es ist ja nicht so, dass sie alle irre sind und die Straßen durchflügen. Dankeschön. Hier vorne. Bitteschön. Haben und sollen sich auch mal da vorne hinsetzen. Die Position, die die Herrschaften da vorne vertreten haben, ist eine ganz eindeutige, nämlich, dass sie das nicht wollen, wenn ich das richtig interpretiere, genauso wenig wie ich und Sie hier sitzen. Also bitte schön, ich danke Ihnen recht herzlich, dass ich so viele Informationen bekommen habe. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Bitte schön. Ich habe noch dieses Problem, Sie waren ja bei mir, Sie können das ja der Betunienweg. Rennstrecke vom Früh- und abends der Rückverkehr. Durch den Stau hier auf der Hulower Straße fahren die alle hinten durch. Betunienweg, Bortolanweg und die großen Laster am Karren und auch früh die Betonwagen, die haben die Platten, die sind zum Teil schlimme, alles kaputt gefahren da. Wir müssen, wenn die muss gemacht werden nach ein paar Jahren, das ist absehbar.
dann werden wir dafür herangezogen, die das jetzt kaputt gefahren haben, dann müssen wir das dann bezahlen. Warum? Warum werden nicht die, die da durchfahren, die es kaputt machen, auch mit so einem Ja, ich habe es mir angeguckt und Sie haben recht. So, dort hinten ist eine, Dame. Wir haben uns schon ganz intensiv mit diesem Problem Wassmannsdorfer Straße beschäftigt. Weil wir haben eben einfach das Problem, dass wir auch eine Situation haben, dass es Vorschriften gibt, hier jetzt zum Beispiel, dass ein LKW-Durchfahrverbot angeordnet ist und dass sich nicht dran gehalten wird. Bei der Wassmannsdorfer Chaussee ist das ein anderes Problem. Ich weiß, dass die verkehrliche Belastung gerade in den Wohngebieten, gerade hier in Rudow, schlimm ist. Und deswegen haben wir ja so gesetzt auf die Autobahn, auf den Ausbau der Autobahn, dass sich die Durchgangsverkehre und die ganze Situation verändern. Und ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass wenn wir in einem Jahr diskutieren, wenn die Verkehrsströme sich anders entwickelt haben, durch diese anderen neuen Anschlussstellen, durch die anderen Verbindungsmöglichkeiten, dass wir dann eine deutliche Entlastung hier für viele, auch für den Petunienweg haben werden. Glauben Sie es mir, es ist nicht mehr... Ja, da teile ich ja Ihre Einschätzung, da bin ich genauso wie Sie der Meinung. Bitte schön. Ich bin Anwohner der Schillefelder Straße, muss dazu sagen, dass es bei uns auch nicht gerade leise ist. Ja. Die Post fährt durch, die ganze Gartenstadt fährt durch, keiner kümmert sich um die Schilder 30, die werden ab und zu am Ortseingang bzw. nach Brandenburg geklaut, abmontiert und das ist die Situation, es ist nicht mehr schön. Ja. Wenn da durchgekabelt wird, ist egal welche, Hauptsache die Post... andere LKWs und so weiter und so fort. Es ist jedenfalls bitter, dort zu wohnen. Nach dem Ausbau der Straße. Und dann muss ich doch dazu sagen, nach Voskamp da, die haben vergessen, Baustellen aufzustellen. Ich kann das verstehen, aber gegen Rücksichtslosigkeit von Mitmenschen weiß ich im Moment kein Rezept. Obwohl, dann die Straße wurde nur ausgebaut aufgrund der Wiedlung hin. Und sonst hätten wir nie gekriegt. Auch richtig für die Vergangenheit, sicher. So, bitte. Ich glaube, haben Sie sich noch? Nee, Herr Voskamp noch und dann der Herr, nehmen wir mal erst den Herrn hinter Herrn Voskamp und dann Herr Voskamp und dann würde ich mal schließen jetzt und wir machen ein paar Verfahrensvorschläge. Eine ganz andere Sache. Sie hatten vorhin gesagt, Sie hoffen, dass ich regnet und ich wollte nur sagen, wir sind ja für jede Arbeitsbeschaffung klar, aber ich glaube aus meiner Erfahrung sagen zu können, dass mit dem Straßenbauausbau ein Beitrag, also über die Refinanzierung, über die Eigenheim- und Grundbesitzer kein entscheidender Impuls kommen wird, weil die Bugwelle, die Berlin an Straßenreparaturen vor sich her schiebt, so enorm ist, dass das eher ein Klacks auf dem heißen Stein ist. Da müssen andere Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden, um dort entscheidend Verbesserungen zu bringen. Und Sie haben vollkommen recht in Ihrer Einschätzung, da werden mich meine Kollegen auch bestätigen, bereits jetzt über die Erschließungsbeiträge müssen wir feststellen, dass immer mehr Haus- und Grundbesitzer eben Verrentung über 10 Jahre, Ratenzahlung oder Stunden- und unbefristete Niederschlagungen beantragen. Ich frage mich, wie das erst werden soll bei einem Ausbaubeitrag. Und Sie können mir glauben, wir haben genug Probleme, bei 20 Kilometer in Neukölln unausgebauten Straßen das überhaupt erstmal zu bewältigen. Und jetzt kommt auch noch das Nächste, was der Verwaltung dann auch noch abverlangt werden soll. Und ich glaube, oder das schätze ich so ein, dass dieses rein politisch, ich das Gefühl habe, dass dieses Gesetz eher zum Investitionshemmer werden könnte, als dass es Investitionen im Straßenbau dienlich ist. Weil was wird denn passieren?
all diejenigen, die in der politischen Verantwortung stehen, an der Front werden alles dafür tun, möglichst da nicht hinein zu geraten, das heißt also Investitionen zu drosseln. Das ist meine Einschätzung, die sage ich aber hier mehr als Privatmann, denn als Mitarbeiter der Verwaltung. Sie werden weniger einkaufen gehen. So, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen allen. Ich danke Ihnen für Ihre große Aufmerksamkeit, dass Sie jetzt bis hierher ausgeharrt haben, trotz der schlechten Luft. Ich glaube, dass es jetzt richtig ist, die Veranstaltung zu beenden. Lassen Sie mir noch, da gibt es noch eine Wortmeldung jetzt an dieser Stelle, Herr Steuer. Bitte. Danke. Zum Schluss wird gerade angesprochen worden draußen, dass nicht alle einen Internetzugang haben. Und der Manuel Schreier hat ja vorhin auf Internetseite Protest schreiben und das Gesetz, also die Gesetzentwurf runterladen werden. Ich habe überlegt, wir werden in der nächsten Woche die Ruder Rundschau wieder in alle Ruder Haushalte verteilt und gedruckt. Wir werden dort das Protestschreiben für alle abdrucken, die kein Internetzugang haben. Herzlichen Dank für diesen sehr konstruktiven Beitrag. Also meine Damen und Herren, ich wiederhole nochmal, wer von Ihnen einen Internetzugang hat, kann über die Seite www.cdu-fraktion.berlin.de www.cdu-fraktion.berlin.de die Seite der CDU-Fraktion aufrufen, dort ist der Gesetzesentwurfstext enthalten und dort ist das Protestschreiben enthalten. Meine Damen und Herren, bevor ich die Veranstaltung schließe, möchte ich Sie noch mal einmal ganz herzlich um etwas bitten. Ich möchte Sie wirklich darum bitten, unterstützen Sie die CDU dabei, dass wir alles erdenklich Mögliche tun, um dieses Gesetzesvorhaben zu verhindern. Und das können Sie am besten tun, indem Sie dem Senat Ihre Meinung sagen oder der SPD. Also schicken Sie, opfern Sie diese 50 Cent, 57 Cent, schicken Sie einen Protestbrief an denjenigen, den Sie wollen, können Sie sich jetzt aussuchen, an den Senat oder an SPD in Berlin, damit einfach deutlich gemacht wird, dass das hier Aufmerksamkeit findet. Ich danke, dass die Morgenpost dabei war. Wir als CDU-Fraktion stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Wer möchte, dass er von uns weiter informiert wird über den weiteren Verfahrensstand? Also immer über die neuesten Entwicklungen bei diesem Gesetz. Der trägt sich dort hinten auf dieser Liste ein und dann bekommen Sie automatisch einen Brief von uns, in dem immer der neueste Stand im Zusammenhang mit diesem Verfahren enthalten ist. Meine Damen und Herren, ich danke ganz, ganz herzlich, dass hier bei uns waren. Der Herr Hildebrand von den Haus- und Grundbesitzern hier in Berlin, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Herr Beleites vom Verband der Grundstücksnutzer, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Mario Chaya, der ganz maßgeblich mit das für uns verfolgen wird und ganz maßgeblich daran beteiligt war und ist, dass es öffentlich wird. Und last but not least der Vorsitzende der Rudower Grund- und Eigenheimbesitzer, der Herr Aurich. Herzlichen Dank und auch an den können Sie jede Frage stellen. Vielleicht überlegt sich der Rudower Grund- und Eigenheimverband nochmal in, weiß ich nicht, 6-8 Wochen eine Nachfolgeveranstaltung zu machen, wo wir dann weiter informieren können. Ich glaube, das ist auch bei Ihnen in allerbesten Händen. Meine Damen und Herren, im Namen der CDU Neukölln, danke und einen guten Nachhauseweg.